Tja, liebe Leute, ein bisschen ist hier was abhanden gekommen. Er hat leider die Aufnahme irgendwie unterbrochen. Der Stand ist, die Plattenproduktion läuft auf Maximum und jetzt wird alles dafür ausgelegt, dass wir nochmal richtig schön die Stangenproduktion auf Maximum fahren können, weil wir brauchen mehr feste Platten. Und Ja, Schrauben. aber Der wir brauchen Weltraumlift die. steht. Tada. Aber was brauchen wir? Wir brauchen die Platten, ne? Die normalen Eisenplatten. Die tun sich da nicht irgendwie stauen, dass man irgendwie Überschuss hat. Das ist Dass gut man da was möglich draufgeben aktuell, kann. Und ja. deswegen bräuchte man eigentlich jetzt auch nochmal extra eine normale Eisenplattenproduktion, hätte ich gesagt. Ja, das mache ich denn, wenn es soweit ist. Jetzt wird erstmal das hier alles auf und dann kommt was Zusätzliches. So, das wird doch niemals bis da hinten reichen. Nein! Das ist mal, ja, wieder megamäßig ganz knapp zu kurz. Setzen wir da einen rein. Sehr schön. Das läuft auch noch. So. Das heißt, dass wenn wir jetzt nämlich von hier dort antüdeln. Zack. Thomas steht nicht im Weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Exzellent. Und da ist noch Strom dran. Ah ja, da muss auch noch Strom dran dengeln. Das ist korrekt. Okay, wir brauchen 50 intelligente Beschichtungen. Ja. Okay. Ja, okay. Dazu brauchst du irgendwie die festen Platten da, ne? Die werden ja oben produziert. Ja, und Rotoren. Deswegen hätte ich Oh. gesagt, machst du jetzt noch richtig, 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 richtig viele Stangen und Schrauben, dass wir dann Genau. nochmal extra eine Rotorenproduktion Genau. Das ist pro auch der Stand eigentliche im. Grund, warum jetzt die Stangen- und Ja. Schraubenproduktion nochmal gepimpt wird, weil wir brauchen einfach die Rotoren. Ja, und dann brauchen wir aber auch immer noch Sonst kommen wir hier Überschuss nicht ins Rotieren. von Und wenn die Stangen Rohr, und die Rotorenproduktion eingeschmissen ist, dann kümmern wir uns nochmal um die zusätzliche Produktion. Das ist richtig. Man braucht einfach immer mehr. Mehr, mehr, mehr. Vor allem mehr Strommasten. Wir brauchen MK2-Strommasten. Wir brauchen Caterium. Wir brauchen alles dazu. Caterium haben wir eigentlich auch relativ in der Nähe. Ja, das kann man bloß noch nicht machen, weil die deine intelligenten Platten da noch nicht, deine smarten Platten noch nicht fertig sind. Ach so, ja, die sind aber bald fertig, weil ich tue die jetzt alles anschließen und dann Ja. packe ich da die perfekte Menge rein. Ja. Und dann wird das da alles gemacht. Ja. Okay. So, wie ist denn jetzt hier der Saftverbrauch? Der Saftverbrauch liegt jetzt bei 209 maximal sind wir. Stimmt da irgendwas nicht? Da stimmt doch irgendwas nicht. Der Weltraumluft muss ja nicht an Strom dran, ne? Nee. Wie ist das Wasser hier? Ey, der hat das scheiße viel gezogen. So.
Da kommt noch gar nichts. Das müssen wir auch noch. Und keine weiteren Leitungen anschließen. Oh, wieso ist das schon wieder alles voll? Oh Mann, das ist ein Sound, wenn die Kisten anfahren und wieder ausfallen. Hört sich nicht gesund an. Okay. Ey, wir brauchen unbedingt Licht. Ja. Okay, also wir sind jetzt bei 240 Megawatt maximal. Wir haben jetzt noch 40 Megawatt übrig. Ich sagte das mal so, das wird jetzt wieder eng alles hier mit dem Strom. Gerade wenn wir das hier so gerade so, ja, ziemlich exzessiv fahren. Da kommt das Maximum, da kommt das Maximum, okay. Okay, sehr geil. Uah, Film. Hängen geblieben hier. So, wollen wir mal kurz schauen. Mal weg. Naja, wird schon alles stimmen, hoffe ich. Also die einfachen Stahlplatten, die einfachen Eisenplatten, die erhöhen sich ganz leicht im Container. Also ich habe gesehen, dass sie sich ganz leicht gesenkt haben. Nee, die erhöhen sich ganz leicht. Okay, gut. Dann ist gut. Ja, ich habe das ja jetzt auch so, dass das Problem war, dass nicht die maximalen Platten, die haben sich vor dem Container gestaut. Echt? Ja, okay. Weil da noch ein MK1 war und wir aber mehr als 60 Platten produzieren. Okay. So. Ja, viel mehr. Oder? Ja. Okay, ich habe jetzt hier nochmal 4 Schraubenhansen. 4x4 macht 16. Okay, die kann ich noch anschließen und danach müssen wir uns um Strom kümmern. Anders wird das nicht gehen. Ey, das ist wieder so dunkel. Ich sehe nicht, wo stehen hier die Masten. Ah, die habe ich auf der anderen Seite. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man natürlich so machen. Also, die zwei haben nichts. Dann stellen wir den mal locker hier hin. Zack. Den stellen wir locker dahin. Dann nehmen wir mal den Faden und ziehen den Faden hier erstmal. Ey, und jetzt ist so dunkel. Genießen wir erstmal die... Gottchen, ich sehe die Kante gar nicht hier. Die schöne Aussicht. Kann man auch alles schön mit Platten ausstatten hier. So viel. Ah, sehr schön. Also gleich werden die intelligenten Beschichtungen produziert. Produziert? Ja, gleich werden die produziert. Ich brauche nur noch 5 Rotoren. Also und du, dann... Ah, okay. Du haust also die Rotoren und sowas und dann haust es durch den Fabrikator. Ja. Okay, alles klar. Ey, das ist so dunkel hier, ich sehe nichts. Ey. So,
So, hier ist unser Stangenäumel. Und da gehen Stangen rein, richtig? Da gehen keine Stangen rein. Warum nicht? Eins, zwei, drei, die gehen da rein und der geht da rein. Und der geht so separat rein. Okay, die Werkbank werde ich hier wegstellen müssen, weil ich hier die... Naja, mach das. Ich stelle die woanders hin. Weil ich denke, man kann auch immer irgendwie eine Werkbank zum Mitnehmen. Einfach, man braucht ja eigentlich nur ein paar Platten und ein paar Stangen und dann hast du ja eine Werkbank. Stell die mal jetzt einfach mal hier hin. Ja, muss ja eigentlich nicht. Doch, ist ganz gut, wenn hier eine steht. Die steht neben der Kalkmine. Mhm, okay. So. Der baut auch schon fleißig, sehr schön. Das heißt, okay, den Stangenpuffercontainer, den werde ich auch weiter nach hinten schieben. Auf jeden Fall. Die Stangen bewegen sich auch ganz leicht. Sehr gut. Intelligente Beschichtungen werden produziert. Okay. Hast du alles für die 50? Ja, ich habe alles exakt abgezählt oder einfach erstmal nur. Okay. Exakt. Ja, also wenn die fertig sind, dann sag Bescheid, weil. Ist eine Nahkante, ja, okay. Und hier kann ich dann wieder schön gucken, wie das abgeht. Und jetzt am Abend, das wäre schon cool, ja. Mit dem sich ganz schnell ruckartig nach unten bewegenden Mond. Ja, willst du das dann angucken oder willst du es ausführen? Nö, angucken. Ich gucke, damit die anderen auch gucken können. Cool. Und dann sag Bescheid, ne? Musst du dann ja theoretisch das absenden und so. Nee, du sagst Bescheid. Ja, es wird schon mal heller. Glaube ich. Und die Stangenproduktion werde ich dann auch gleich mal unterbrechen. Weil ich das dann entsprechend umbauen muss. Ja, wir sind bei 256 Megawatt. Ja, mal, das ist noch 24 Megawatt übrig, das ist nicht viel. Ja. Oh, achso, nee, warte. Ja, es wird langsam Tag. Na, die Container haben eigentlich gar nichts gebracht. Dauert es noch jetzt, oder? 2 pro Minute. Das heißt, das dauert jetzt noch eigentlich relativ gut. Das dauert noch. War ja erst in 25 Minuten. Ja. Nee, 2, doch, ja, 25 Minuten. Ja, ja. Da kann ich ja noch bauen, da ist ja die Folge längst vorbei. Ja, schon lange. Naja, wäre so theoretisch, wenn OBS ja nicht irgendwas Komisches gemacht hätte. So, dann werde ich jetzt nämlich mal hier umbauen. Stimmt. So, und dummerweise ist der Container... Ah gut, so voll ist er nicht. Weg mit dem Container. Weg mit dem Förderband. Was kann ich jetzt machen? Oh, da unten... Ah, nee, hä? So. Da unten ist ein Fluss oder ein See. So, das heißt, ich werde jetzt mal... Und die stellen wir jetzt am Ende. Wir müssen ans Ende hin. Das ziehen wir jetzt noch alles hier lang.
Passt mal auf, das Ding setzen wir jetzt nämlich einfach mal hier hin. Zack. Und dann setzen wir auch noch mal ein paar Stangen wieder zurück. Auch hier selber nicht. Genau. Ach Mann. Genau. Der Doggo verschwindet so immer. Naja, da ist kein Verlass auf die Viecher. Lecker Paelo-Beeren. Oder wie die heißen. So. Es kommen Stangen raus. 15, das sind dann 45, das sind 90. Plus nochmal 30 dazu macht 120. Okay, das heißt, hier können wir schön mit dem Fusionator alle in eins tüdeln. Perfekt. Er kommt dahin. So, kurz gucken. 1, 2, 3. 1, 2. Der kriegt den hier angetüdelt. So. Barrel Nut. Barrel Nuss. Barrel Nuss. Ja. Yeah. Sehr schön. So. Ach, und dann machen wir das geil fabrikmäßig hier. Alter. Machen wir es fabrikmäßig oder ressourcensparend? Fabrikmäßig. Na gut, dann machen wir es fabrikmäßig. Du musst mal bei so einer Paelo-Beere beim Sonnenaufgang oder so oder einfach durch die Paelo-Beere gucken. Die Sonne muss hinter der Paelo-Beere sein. Dann ist die so mega orange-gelb gefärbt. Das sieht mega geil aus. So, was hat die gesagt? Fabrikmäßig. Ja, fabrikmäßig und 45 kommt raus. Das ist natürlich nicht viel. Okay. War, glaube ich, falscher Fehler. Ach, das war falsch. Moment. Jetzt gucken wir erstmal, ob der den da überhaupt dran kriegt. Jawohl, gerade so. Also, ja. Der nämlich nicht hier. Oh, nein, dahin. So. So dolle fabrikmäßig kann man gar nicht machen. Ja, da musst du aufpassen. Schauen wir mal. Vielleicht ändern wir das später auch wieder. Was soll's. Sehr schön. So. So, wir wollen jetzt ja eigentlich da hinten lang führen. Oder da hinten rüber. Oh, geil. Ich will auch eine. Ja, die kriegst du. Eigentlich wollte ich, dass du keine Nachricht kriegst, sondern ich sie dir so gebe. Egal. Ach, endlich. Ingame-Kaffee da. Warte, ich komm. Ah, da bist du. Nee, das gefällt mir jetzt so nicht. Das wird anders gebastelt.
geht so nicht. Oh, guck mal! Guck mal hier auf dem Boden. Oh, geil, ein Tässchen. So kann ich es nehmen. Danke! Bitte. Richtig. Den Becher brauchen wir ja bloß zum machen. Und ich habe ganze Nüsse aufgefuttert. So, jetzt, na, endlich. So, also, das geht so nicht. Das muss anders gemacht werden. Wir ziehen das jetzt nämlich einfach hier auf ein Förderband lang durch. Wann kriegt man die Map? Wenn man das Quarz erforscht, oder? Ja, ja, mit dem ganzen Quarz hinten dran. Okay, das will ich sehr, sehr gerne dann machen. Ah, ich weiß, was ich mache. Jetzt hoffe ich. Hat auch gedacht, ich weiß, was ich mache, aber war immer so eine Sache. So. Bis da geht er. Sieh an. Setzen wir jetzt hier noch einen Fusionator rein, was soll's. Und dann hoffen wir, dass das passt. Knappe Ding. Knappes Ding. Ich glaube, der Kaffee dämpert ja jetzt mehr als sonst. Aber zumindest hängt da immer noch eine Tasse, wenn ich die um 90 Grad drehe. Ja. Was kann ich machen? Kalk. Oh ja, nee, genau. Nee, warte, 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 bevor wir jetzt weiter. Wir sind mit dem Strom am Limit. Da ist ein Strommast. Ja, ja, wir sind am Limit. Wir sind bei 256 im Maximum. Ja, wir plempern jetzt so bei, was ist denn also das? So, bei knapp 200 rum. Eine Mine würde noch locker passen. Ja, dann mach noch erst die Mine von mir aus. Dann machst du erst die Mine und setz von mir aus noch einen Fabrikator hin. Nee, einen Konstruktor. Weil der verbraucht auch bis 4 Watt, also Megawatt. Und die Mine, lass mal gucken. Ich stehe hier bei der Mine. Zwei. Das sind 5 Megawatt. Nee, nee, 5. 5. Also da geht schon noch was, ja, aber wir sollten aufpassen. Der Aufzug ist außerdem bei der Hälfte. Bei der Hälfte, der ist bereit. Also wenn er bei der Hälfte ist, ist er noch nicht weit. Na, doch. So. Okay. Was wir jetzt machen, ist dann hier einen Splitter dran setzen. Erstmal temporär. Genau.
Sieht komisch aus, funktioniert aber. Und dann setzen wir jetzt hier einen Lift hin. Langsam geben mir die Platten aus. Na, Höhe muss passen. Das da oben ist ja MK1-Band. Okay. Reicht nicht. Verdammt. Ja, voll vorbei, Rand hier. Jetzt mal ein bisschen Konzentration wieder. Hier war doch der Kalk, oder? Oh ne, hier ist ein böses Viech. Du musst das wegmachen. Hier ist ein süßes Viech. Mhm. Böse und süß. So, sehen Sie an. So, und da war jetzt hier. Ja, komm, jetzt setzen wir hier einfach nur ein Band hin. Komm her. Ich hab noch ein Feini. Hm, das wird eng. Kann ich da so einen hinsetzen? Steht halb halb, ne? Ja. Halb halb. Geht. Okay. Gut. Also die Stangen stehen jetzt woanders, wenn du sie brauchst. Okay. So, und jetzt gucke ich noch mal hoch. Wie viele Stangen habe ich denn eigentlich noch? Naja, gut. Wie viel Beton? Beton nehme ich immer mal ins Deck. Komm nicht dich da. So. So, hier kommen die Stangen als MK2 bis dorthin. Ich brauche ja bloß 10 Stangen. Also, das wird sie dann irgendwann ja mal mächtig stauen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Das ist hier! Oh mein Gott, ich bin ja viel zu weit. Naja. Das ist irgendwie bekloppt gesetzt. Müssen wir ändern. Fusionator. Ey, dreh dich. Ach so. Moment, dazu muss ich das natürlich wegmachen, das ist richtig. Zack. Wie ist das da? Wie falle ich denn eigentlich hier runter, wenn ich, na gut. Brech mir bloß die Beine. Nicht ganz so wild. Oh Gott, steht der richtig? Oder?
gute Frage da. Da steht da nicht richtig. Wie viel hauen die raus? 40. 40, das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall das MK2-Band. Da haben wir eh schon dran. So, und der braucht jetzt nochmal Saft. Wo haben wir Strom? Da haben wir Strom. Oh, wie jetzt? Ist schon voll. Hä? Nee. Ah. Okay, jetzt sind wir bei 265. Wir haben noch 15 Megawatt zur Verfügung. Ich habe jetzt noch eine dritte Schraubenproduktion mit reingesetzt. Das heißt, wir produzieren jetzt so 120 Schrauben pro Minute. Und das ist genau das, was die zwei brauchen. Also Platten und Stangen und Schraubenproduktion und verstärkte Platten. Die Produktion läuft jetzt aktuell alles auf Maximum. Okay. Hoffe ich. Wir brauchen 30 Stangen oben, richtig. Das wird sich ey, der stauen. Andere kommt jetzt auch schon wieder weg. Oder wie? Platten habe ich nicht. So, liebe Leute. Ich hoffe, das mit der Aufnahme hat diesmal funktioniert. Anfängerfehler, meine. Wir kommen ja so langsam rein in die ganze Angelegenheit. Genau. Und wie ich eben gerade gesagt habe, hier staut sich es nämlich schon so langsam. Sehr schön. So soll es sein. Läuft die grundlegende Produktion von den festen Platten jetzt auf ja, zwei Fabrikatoren mit 10 Platten die Minute. Oh Gott, ey, es könnte echt alles schneller gehen. Ich habe hier was gefunden, da müssen wir mal... Ich bin gerade am Abmoderieren, aber ja. Ja. Können wir dann machen. Und zwar in der nächsten Folge, wenn ich dann wüsste, wo du bist. Ey, wir sind ja nicht bei Minecraft, ja? Da bin ich immer durch die Gegend und wollte erkunden und du nicht. Und ja. Jetzt ist andersrum hier, ne? Ja, der... Mein Doggo hat mir einfach... eine grüne Schnecke mitgebracht. Das ist doch schön. Das ist geil. Ja, so ein okay. Hund bringt schon was. Wenn er nicht irgendwann Kohle. Bleibt. Alles klar. Also, dann liebe Leute, mit dem Fund der Kohle können wir jetzt auch richtig Kohle machen, Holmer, hoffen wir mal. Und der Weltraumlift wird dann in der nächsten Folge gestartet. Zum ersten Mal abgeschossen, dass dann diese verdammten intelligenten Platten ja, ne, ab zum Mond damit. Auch kein Mensch. Da hinten ist aber ganz schön flimmrig. Was ey. Ja, ich würde sagen, Treibhausgase, das läuft alles hier. Oh, in dem Sinne, in dem Sinne, adios. Und ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.